Alles, was du über Keto, Low Carb und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan. Mein heutiger Gast ist Dr. Hauke Hellriegel. Dr. Hellriegel ist biologischer Zahnarzt. Die biologische Zahnmedizin berücksichtigt die Wechselwirkungen zahnmedizinisch eingebrachten Materials mit unserem gesamten Organismus sowie die besondere Rolle entzündlicher Prozesse im Bereich der Zähne und der ganzen Strukturen im Hinblick auf unseren Körper und unser biologisches System. Herr Dr. Hellriegel ist nicht nur biologischer Zahnarzt, sondern auch Umweltzahnarzt und Implantologe. Und er bezeichnet sich selbst als wissbegierigen Gesundheitsfanatiker und Familienvater. Bedingt durch einen tragischen Krankheitsfall in der eigenen Familie begann sich Hauke Hellriegel mit umweltmedizinischer Diagnostik und biologischer Zahnmedizin zu beschäftigen. Er sagt über sich selbst, die Beachtung der diversen Interaktionen des Körpers mit Umweltfaktoren hat mein Leben nachhaltig in allen Bereichen verändert. Wir sprechen in diesem Interview vor allem über die vielen Problemstoffe im Mund, wie Amalgam, Gold, Metalllegierungen und was sie so in unserem Körper anrichten. Das zweite große Thema ist die Problematik mit Wurzelbehandlungen. Dass jeder Zahn ein mehrere Meter langes, feines Nervensystem hat und mit Blutgefäßen und sogar einem eigenen Lymphsystem ausgestattet ist und dies oft bei einer Wurzelbehandlung zu unerwünschten Folgen führt. Für weitere spannende Interviews schau auf meinen YouTube-Kanal vorbei oder abonniere das Podcast via iTunes und Spotify. Bevor wir loslegen, gibt es noch ein Wort meines Sponsors. Die Evolution Radio Show wird durch Werbepartner unterstützt. Omega-3-Fettsäuren sind essentiell für Leistungsfähigkeit und für einen gesunden Körper. Doch in der heutigen Zeit ist es oft schwierig, genügend davon aufzunehmen, denn sie finden sich vor allem in fettem Fisch aus den kalten Gewässern des Nordens. Doch was ist, wenn Fisch nicht so deins ist und du willst dennoch nicht auf die Performance-Fettsäuren verzichten? Nichts leichter als das. Genau dafür hat Brain Effect Essentials Vegan Omega 3 entwickelt. Omega 3 aus Algenöl ist das einzige pflanzliche Omega 3, das gleichwertig ist wie Omega 3 aus Fischöl. Es liefert DHA und EPA. DHA gibt einem Gehirn genau das, was es braucht, um richtig gut zu funktionieren. EPA ist die ideale Ergänzung zu DHA und unterstützt zum Beispiel dein Herz. Brain Effect ist der führende Hersteller von Performance Food in Deutschland und sie haben sich vor allem auf die Bereiche Energie, Konzentration, Schlaf und Wohlbefinden konzentriert. Alles, was nötig ist, um das eigene Potenzial voll entfalten zu können. Mit dem Rabattcode KETO20 bekommst du auf Vegan Omega 3 und auf alle anderen Einzelprodukte im Brain Effect Shop 20% Rabatt. Du findest den Shop unter www.brain-effekt.com. Lieber Hauke, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show. Hallo Julia, vielen Dank für deine Einladung. Ich kann ja kurz ein bisschen was zu mir sagen. Ich heiße Hauke Hellriegel, ich bin biologischer Zahnarzt, Umweltzahnarzt, Implantologe. Bin seit 2008 Zahnarzt, habe einige Jahre in der herkömmlichen Zahnmedizin gearbeitet und bin jetzt letztendlich als biologischer Zahnarzt tätig. Biologischer Zahnarzt, das klingt schon mal sehr, sehr spannend, weil manchmal würde man sich denken, okay, Biologie und Medizin, das gehört eigentlich automatisch zusammen. Und du wirst jetzt da sicher noch gleich erklären, was biologische Zahnmedizin überhaupt ist. Aber vielleicht, bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, erzähl doch ein bisschen was noch zu dir und vor allem zu deiner Reise. Was hat dich dazu bewogen, überhaupt in diese Richtung zu gehen, dich damit auch auseinanderzusetzen, auch mit Ernährung auseinanderzusetzen und mit dieser Thematik? Ja, letztendlich habe ich, wie gesagt, einige Jahre in der normalen Zahnmedizin gearbeitet, schon im Studium und auch in dieser Zeit, einfach in dieser Arbeitszeit, gab es immer wieder Momente, Fragestellungen bei Patienten, die sich so mit den herkömmlichen universitären Lehrmeinungen nicht erklären ließen. Und da gab es dann häufig die Antwort, das ist halt so, das können wir nicht ändern, das sind Patienten individuelle, womöglich genetische Faktoren.
geworden oder was auch immer. Also letztendlich blieben einige Sachen im Dunkeln. Zum Beispiel mal einfach ein ganz einfaches Beispiel. Es gibt immer wieder Patienten mit Zungenbrennen oder irgendwie so ein unguten Mundgefühl. Und da gibt es in der herkömmlichen Zahnmedizin keine so richtige Erklärung für. Also da hieß es dann immer, ja, da muss man gucken, ob es allgemeinmedizinische Probleme dahinter stehen, Diabetes oder sowas. Und das eigentliche Umdenken in mir kam irgendwann, als ich in dem kleinsten Familienkreis eine sehr, sehr signifikante Krebserkrankung hatte, die dann auch zum Tod geführt hat. Und in diesem Prozess, ich bin jetzt Zahnmediziner, kein Mediziner, aber Zahnmediziner, ich habe auch eine grundmedizinische Ausbildung, gab es auch immer wieder diesen Moment, dass ich nach Antworten gesucht habe und einfach keine bekommen habe. Und auch, das war mein Vater, der da erkrankt ist und der mit einem ursprünglichen Lungenkrebs wahrscheinlich so in der Enddiagnose, und es gab gar keine Risikofaktoren. Also es gab jetzt irgendwie gar nichts, was so der Klassiker ist, Rauchen, Asbest oder irgendwie sowas, also nichts, was offensichtlich war. Und das waren schon Fragen, die mich ziemlich bewegt haben. Und ich wollte der ganzen Sache einfach nachgehen. Hab viel über Psyche nachgedacht, habe auch ganz viel in Richtung Psyche mich fortgebildet, wollte das einfach verstehen, weil man ja auch immer wieder sagt, so Mensch, schon also ein kranker Geist, sage ich jetzt einfach mal so, hat auch keinen gesunden Körper an sich und umgekehrt genauso. Also das heißt, da gibt's irgendwie so Zusammenhänge, die aber für mich damals einfach auch ein bisschen esoterisch waren. Aber ich habe das versucht, über so eine Psychoschiene mir zu erklären, habe viel NLP gemacht mit so einem medizinischen Kontext, um Patienten einfach besser zu verstehen oder um solche Fragen einfach zu beantworten. Das hat mir bedingt Antworten gegeben. Auch da gab es immer wieder die Frage, wieso, weshalb, warum kann das dann trotzdem zu solchen Verläufen kommen? Und ich habe dann auf diesen Psychologie-Fortbildungen, nenne ich das jetzt einfach mal, einen Berufskollegen, einen anderen Zahnarzt kennengelernt, der Umweltzahnarzt war oder ist, und der zu mir dann, also mit dem habe ich viele Gespräche geführt und auch über diese Krebsgeschichten oder diese Krebsgeschichte, die mich jetzt selber betroffen hat, und der hat mir dann im Prinzip so ein bisschen die Augen geöffnet in Richtung der Umweltzahnmedizin und hat gesagt, Mensch Hauke, wenn du dich in diese Richtung interessierst, musst du die Umweltzahnmedizin machen, da beschäftigst du dich dann nochmal von Grund auf mit den ganzen immunologischen Prozessen und die geben dir viele, viele Antworten. Und das hat im Prinzip dann so den Stein des Anstoßes gemacht. Ich habe da ein bisschen noch mit mir gehadert. Für mich selber war die Umweltzahnmedizin so ein bisschen verstaubt, sage ich jetzt mal, oder eingestaubt. Das waren schon so ein bisschen die Freaks, die das machen. Und das ist meine Meinung dann gewesen zu diesem Zeitpunkt einfach. Und ich habe ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, das Thema für mich wirklich anzugehen. Habe dann ein halbes Jahr so hin und her gehadert und habe mich dann einfach angemeldet und habe diese Weiterbildung zum Umweltzahnarzt gemacht. Und das hat mir tatsächlich die Augen geöffnet. Da ist mir dann bewusst geworden, was wir Zahnärzte da eigentlich machen, was wir eben, dass wir Materialien einbringen zum Beispiel, die im direkten Kontakt zu unserem Immunsystem stehen. Und was passiert dann da eigentlich? Mhm. Und die Umweltzahnärzte oder die Umweltmedizin an sich beschäftigt sich einfach viel mit Umweltfaktoren, die heutzutage ja ein großes Thema sind und nicht nur aus dem Bereich der Zahnmedizin, aber eben besonders im Bereich der Zahnmedizin, weil wir Zahnärzte im Prinzip Umweltfaktoren in den Körper oder in die Zähne einbauen und sie somit an immunologische Schnittstellen bringen und somit auch immer eine Interaktion hervorrufen. Mhm. Und das gibt viele Antworten dann. Also das hat mir auch im Bezug auf diese ursprüngliche Fragestellung dieser Krebserkrankung auch ganz vieles dann erklärt. Das Thema müssen wir jetzt nicht vertiefen, das ist aber so als Beispiel einfach mal, ist dann über eigene Blutanalytiken, die ich an mir selber gemacht habe, Blutanalytiken in meiner Familie, Raumluftuntersuchung, ist dann rausgekommen, dass mein Elternhaus Holzschutzmittel verseucht war. Ja, also das ist dann über so einen Weg irgendwie aufgedeckt worden. Das konnten wir nachvollziehbar dann auch lokalisieren, wo das Ganze dann auch war. Und das konnte jetzt im Nachgang auch saniert werden und ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Punkte jetzt in dem Lungenkrebsgeschehen meines Vaters. Und das erklärt sich einfach über diese Umweltfaktoren dann heraus. Und so bin ich dann letztendlich auch zur biologischen Zahnmedizin gekommen, die
Umweltzahnmedizin beschäftigt sich viel mit diesen immunologischen Fragestellungen und kann eben auch Probleme aufdecken bei schon verbauten Materialien, versteckte Allergien etc. Und die biologische Zahnmedizin, die macht es sich im Prinzip, oder die ist da noch konsequenter, die schließt diese ganzen Faktoren im Prinzip kategorisch aus, versucht es wegzuräumen, in Anführungsstrichen, und hat einen großen Fokus zusätzlich nicht nur auf die Materialien, sondern eben auch noch auf Entzündungsherde und deren systemische Wirkung. Und das einfach als Störfaktoren im Körper. Genau. Super, weil, ja, weil du sagst, es ist so nett verbaut. Ja. Ich glaube, das ist auch der oft das Verständnis vieler, dass als ob das sozusagen so oben aufgesetzt wäre im Mund, ja, genau. Weil es ist ja so irgendwie nicht richtig drinnen, ja. Genau. Also ich glaube, dass viel mehr, wie soll ich sagen, Sensibilität vielleicht wäre, wenn es um, ja, ich sage, ein künstliches Hüftgelenk und diese Dinge geht, weil ich da ja richtig aufschneide, sozusagen. Genau. Währenddessen ist die Wahrnehmung vieler Patienten oder glaube, können die mir vorstellen, dass das im Mund ja irgendwie so oben drauf gesetzt ist. Ja, und deswegen nicht die Bedeutung und wie du sagst, dass es darum geht, dass man da tatsächlich Materialien in Kontakt mit dem Immunsystem bringt, ja, dass das wirklich oder auch in eine Interaktion eben mit dem Immunsystem bringt, das ist nicht wirklich bewusst, ja, weil man es fühlt, weil der Zahn sozusagen selber, der hat ja in dem Sinne, den spürt man ja nicht so und jetzt ist es oft gefühlt, glaube ich, der Mund so ein Außenraum, ja, der nicht als so integral im Körper wahrgenommen wird, könnte ich mir vorstellen, ja. Und vielleicht war man da ein bisschen nachlässiger mit dem, was man da so einbaut und vielleicht sich auch nicht ganz so bewusst, wie stark das dann interagiert mit dem Körper. Und da möchte ich sozusagen gleich andocken an diese Frage. Was sind denn jetzt also die größten Probleme, Problemstoffe, die du so siehst im Mund? Was ist es und warum sind sie so problematisch? Genau, um einmal noch mal ganz kurz zu deiner Aussage auch zu kommen. Es ist tatsächlich nicht nur ein Wahrnehmungsproblem jetzt im Bereich der Patienten, sondern auch ein Wahrnehmungsproblem im Bereich der Zahnärzte tatsächlich auch. Oder manchmal auch der Mediziner, die gar nicht so richtig wissen, was wir Zahnärzte da so im Mund veranstalten. Und letztendlich haben die Mediziner auch nicht so ein ausgeprägtes, so eine ausgeprägte Materialkunde, sage ich jetzt mal. Die beschäftigen sich auch gar nicht so intensiv jetzt mit Kunststoffchemie, Metalltoxikologie oder sowas, ja. Und das heißt, da fehlt so ein bisschen das Bewusstsein auf vielen Ebenen. Dazu kommt, dass auch ja so rechtlich die Mundhöhle als Teil der Außenwelt definiert ist. Das ist dann ganz interessant für die Industrie, die uns dann mit den Materialien ausstattet, uns Zahnärzte. Und auch da nochmal geguckt, wie ist da überhaupt das Verhältnis, wer ist da Kunde und wer ist da Verkäufer, in Anführungsstrichen. Und das sind jetzt, um es mal ganz hart zu sagen, eben nicht die Patienten, sondern wir Zahnärzte sind die Kunden. Und natürlich will jetzt ein Dentalhersteller da nicht irgendwas Schlechtes eingebaut wissen in die Munde, aber die Materialien sind schon immer sehr auf den Workflow der Zahnärzte abgestimmt, weil das auch im Prinzip das Hauptverkaufsargument ist. Ja, also die gehen ja nicht an die Patienten ran, sondern an die Zahnärzte. Und das heißt, da wird so ein bisschen laxer Umgang mit diesen Materialien herrscht da so in der Zahnmedizin. Das so für die Rahmenbedingungen. Problematische Materialien, sagen wir es so, es ist ganz schwierig, unproblematische Materialien zu finden, weil wir immer gucken müssen, welche Materialien sind ortsständig, welche Materialien bleiben in sich inert, also lassen keine Partikel raus oder lassen keine feinsten Ionen oder sowas raus. Ja, das sind solche Fragestellungen, da ist dann immer wieder die Keramik als positives Material zu nennen. Aber eigentlich, wenn man ganz, ganz ehrlich ist, sind alle anderen Materialien immer irgendwie in der Lage, mit unserer Biologie zu interagieren. Die
größten Problembringer sind in der biologischen Zahnmedizin sozusagen die Metalle. So, allen vorweg ist da einfach das Amalgam zu nennen, was erschreckenderweise immer noch flächendeckend, also zumindest in Deutschland auch verwendet wird. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass das Material ist, was komplett von den Krankenkassen subventioniert wird, und das hat ein bisschen was mit dem Preis zu tun. Letztendlich ist es so, dass wir Zahnärzte viele, viele Jahre einfach davon ausgegangen sind, dass wir da eine Legierung aus den Legierungsbestandteilen Quecksilber, Silber, Kupfer, Zinn zusammenmischen, die dann in die Zähne verfüllen, und sobald das abgebunden ist, fest geworden ist, ist es eine stabile Legierung. Und wir wissen heutzutage, dass dem nicht so ist. Die Analytiken haben sich da deutlich verbessert, und man kann über Speichelanalytiken sehen, dass wir im Speichel diese Bestandteile des Amalgams einfach nachweisen können, in unterschiedlicher Konzentration. Das hängt immer von sehr, sehr vielen individuellen Faktoren dann auch wieder ab. Das hat was mit Nahrung zu tun, mit Lifestyle. Das hat was mit der Qualität der Amalgamfüllung, der Qualität des Anmischens des Amalgams zu tun. Und das sind so Faktoren, die einfach da die Korrosion oder eben die Teilchenmenge, sage ich jetzt einfach mal, beeinflussen, die dann in den Speichel übergeht. Das Amalgam ist da einfach als erster Problembringer zu nennen, weil es neben den Metallen eben einfach auch das Schwermetall Quecksilber enthält, was viele, viele Schwierigkeiten macht. Wir wissen heutzutage, dass so eine Amalgamfüllung im Schnitt, ja, das sind jetzt ganz vorsichtige Werte, aber irgendwie so zwischen 2 und 3 Mikrogramm rauslässt am Tag. Das hört sich jetzt erstmal nicht so viel an. Das ist pro Füllung zu sehen. Wenn man jetzt mehrere Füllungen hat, addiert sich das. Das muss nicht immer 1:1 dann vom Körper auch aufgenommen werden, aber wir schlucken es. Und es gibt viel, viel Fläche, wo es dann auch im gesamten Verdauungstrakt über die Schleimhäute mit unserem System einfach interagieren kann. Und da sind die toxischen Effekte des Quecksilbers eben sehr, sehr schwierig im Feststellen, weil sie sehr chamäleonhaft, kommt das in der Symptomlage dann einfach rüber. Da gibt es jetzt nicht die klassischen Symptome, wo man sagen kann, das ist, ja, wenn man die und die Symptome hat, wird es eine Amalgamvergiftung oder sowas sein. Das ist ganz schwer, weil es einfach sehr individuell unterschiedlich aufgenommen wird und sehr individuell unterschiedlich dann auch im Körper verwurstelt wird. Der Körper möchte sich nicht so gerne da permanent mit auseinandersetzen und speichert es. Es ist ein fettlösliches Schwermetall und es wird deswegen gerne in fettigen Regionen gespeichert, die beim etwas beleibteren Menschen dann häufig eben auf der Hüfte oder an ähnlichen Regionen im Körperfett einfach abgelagert werden. Beim Schlankeren, der gar nicht so viel Körperfettanteil hat, gibt es einfach die Gefahr, dass es dann in anderen fettigen Regionen abgelagert wird, und chemisch gesehen ist Nervgewebe einfach auch fettig, und deswegen ist das Quecksilber ganz, ganz, ganz häufig eben auch mit Problemen neurologischer Natur einfach assoziiert. So. Weitere Probleme oder Problemmaterialien sind die Metalle allgemein. Man könnte beim Amalgam übrigens jetzt noch deutlich mehr ins Detail gehen. Ich denke, das lassen wir an der Stelle jetzt erstmal. Es sei denn, du hast noch weitere Fragen, dann immer raus damit. Aber zu den Metallen. Die Metalle haben auch wieder kommen so aus dem Bereich der anorganischen Chemie. Es gibt nicht wirklich Metalle, die außer einzelne Spurenelemente direkt jetzt mit unserem Körper funktionieren. Wir brauchen das nicht. Auch Gold, was lange Zeit in der Zahnmedizin als biokompatible Variante, sage ich jetzt einfach mal, so angesehen wurde, ist nichts, was der Körper an sich braucht, benötigt in irgendeiner Art und Weise. Und damit ist es dann auch irgendwie ein Störfaktor. Und Metalle können in unterschiedlichen Arten und Weisen dann auch wieder in Lösung gehen. Man kann sich Metalle einfach abkauen in Form von Partikeln, wenn die dann auf das Zahnfleisch, auf Schleimhautzellen zum Beispiel auftreffen. Das ist ja das, was ich jetzt als Zahnarzt sehe. Die weiteren Verdauungsetagen möchte ich jetzt mal gar nicht beurteilen. Aber was wir sehen, ist, dass wir immer dann auch da einfach Reaktionen auslösen,
Reaktion des Immunsystems oder unseres Körpers auf Partikel sind eben ganz häufig einfach eine unspezifische Entzündung, die über Makrophagen dann läuft, über bestimmte Entzündungsmediatoren wie TNF-Alpha, der dann da ausgeschüttet wird und der Körper oder unser Immunsystem versucht einfach, das abzuwehren in Form so einer Entzündung. Ja, eine Entzündung ist ja im Prinzip immer eine Art Abwehrprozess des Körpers und da kann so eine ganz unspezifische Entzündung losgehen am Zahnfleisch oder an den Schleimhäuten und auch eben an den weiteren Etagen der Verdauung an den Schleimhäuten. Jetzt kann es eben auch sein, dass unterschiedliche Metalle verbaut werden. Auch das ist etwas, was in der Zahnmedizin lange Zeit en vogue war. Also man hat eben im Prinzip Zahnersatz dort, wo er sehr präzise sein musste, dann aus Gold gemacht und da, wo er sehr, sehr, sehr stabil sein musste, dann aus Nicht-Edelmetall, das Ganze dann mit nochmal anderen Metallen miteinander verlötet und dann in den Patientenmund eingebracht. Und man ist da wirklich von ausgegangen, dass da keine Galvanik stattfindet, dass aus irgendeinem Grund in Patientenmündern ein schwarzes Loch existent ist und physikalische Grundgesetze ausgehebelt werden. Und dem ist leider nicht so. Auch da wieder mit den heutigen Speichelanalytiken lässt sich das relativ erschreckend darstellen, was da eigentlich passiert. Und mit so einem Blick dann auch wieder auf entsprechende Prothesen oder auf entsprechenden Zahnersatz geguckt, sieht man unter einer gewissen Vergrößerung und eigentlich auch schon mit bloßem Auge diese Korrosionsprozesse. Diese Metalle sehen eben häufig dann einfach aus, als ob da einer mit so einem Sandstrahler oder sowas drüber gegangen ist. Und da sehen wir wirklich diesen Korrosionsausstrom der einzelnen Metalle. Und Metallionen sind dann nochmal das kleinste physikalische Element. Die sind so klein, dass die eben direkt auch mit unseren Zellen interagieren. Die können direkt in Zellen eintreten oder einwandern, können dort an Proteine binden. Wenn da irgendein Protein auf ein Spurenelement, auf irgendein Metall wie ein Eisen oder ein Kupfer oder so wartet, kann das nicht unterscheiden, ist das jetzt, was ist das für ein Metall? Und dann kommt da so ein Goldteilchen an und dockt einfach an. Und das Protein, was mit dem Eisenteilchen oder mit dem Kupferteilchen erstmal seine richtige Struktur entfaltet hätte, kommt gar nicht dazu und ist einfach funktionslos. Ja, und das sind ganz kleinste zellbiologische Prozesse, die da einfach schon dann schieflaufen. Genauso gut kann das einfach auch an Zellen, an Zelloberflächen die Zellstruktur verändern und so eine Art Haptenwirkung dann auslösen und unser Immunsystem kann eben auch dann darauf losgehen, weil einfach eine Körperzelle kombiniert mit einem Metall nicht zu uns gehört in der Art dann und einfach angegriffen wird. Das ist ein ganz interessanter Punkt, wenn es dann um Autoimmunerkrankung geht, wo es ja auch immer wieder die Fragestellung ist, warum greift der Körper jetzt gewisse Zellgruppen kategorisch an. Ja, warum wehrt er sich dagegen? Und da könnte die Forschung und wird auch die Forschung noch viel intensiver mal drauf gucken, was findet man denn auch an solchen Metallen oder an solchen Umweltfaktoren einfach in diesen Zellgruppen, die da angegriffen werden. Das einfach mal als Beispiele, so einzelne Beispiele solcher Interaktionen in Form der Ionen kann tatsächlich auch das Immunsystem anfangen, dann eine Allergie zu entwickeln auf so ein Metall. Das ist auch nicht selten, ganz häufig sogar. Und wenn ich dann so ein Metall verbaut habe und im Mikrogrammbereich dort immer über korrosive Prozesse zum Beispiel einzelne Ionen rauslöse und die schlucke und überall, wo diese Ionen auf meine Schleimhautzellen treffen, wird einfach unser oder mein Immunsystem dann in Form einer Allergie darauf antworten, ist diese Reaktion immer noch mal ein bisschen heftiger als eine einzelne Entzündungsreaktion und verbraucht einfach Unmengen in der Summe an Energie für den Körper, auch gerade über die gesamte Verdauungsfläche sozusagen des Darms dann gesehen, wo es ja überall passieren kann. Und das ist schon nicht ganz unbedeutender Energiefresser, in Anführungsstrichen, der da auch eine große Schieflage insgesamt dann auch reinbringen kann. Ja. Allerdings ist es ganz häufig so, dass diese Mengen des Allergens nicht in der Menge rausgehen, dass die Patienten eine direkte lokale Symptomatik entwickeln. Also
der Klassiker. Ich habe eine, das ist ja häufig die Frauen, die es wissen, eine Nickelallergie, ja, die wissen das dann, wenn die Ohrringe nicht vertragen werden oder so, und dann ist dann schon so ein Verdachtsmoment und irgendwann wird vielleicht auch mal genauer hingeguckt, dann haben die auch einen Namen hinter der Allergie, also dann wissen die, okay, es ist Nickel, dann haben die im Lauf ihrer kieferorthopädischen Behandlung dann am Ende irgendwie so einen kleinen Draht da unten reingeklebt bekommen und ganz häufig sind da Spuren von Nickel drin. So, das ist in den meisten Fällen ein industriell gefertigter Draht, der erstmal relativ stabil in seiner Struktur ist und nicht so viel rauslässt, aber gleiches Thema wieder. Es kommt dann eben über dieses aggressive Medium Speichel in Anführungsstrichen dann doch häufig auch zu leicht korrosiven Prozessen oder einfach so gehen einzelne Bestandteile raus. Und wir sehen dann bei den Patienten ganz häufig genau in dieser Region, wo diese Drähte verklebt sind, einfach eine latente Zahnfleischentzündung, die nicht weggeht. Und es ist ein Bereich, der ganz häufig, also der ja in einer guten Reinigung zugänglich ist, das ist ja meistens im Frontzahnbereich. Und dann wird das häufig auf so eine Nische geschoben, dass man sagt, naja, da ist ja auch dieser Draht verklebt, das ist einfach schwieriger zu reinigen und so. Und es gibt aber auch die Patienten, die das sauber bekommen. Und trotzdem ist es da einfach entzündet. Und das sind so Erklärungsszenarien einfach, wo man dann einfach sieht, okay, dann tauscht man so einen Draht, wenn die den Draht behalten wollen. Gibt es auch Varianten aus Keramik oder halt eben auch aus einem Metall, wo die jetzt vielleicht nicht drauf reagieren. Und da könnte man das Metall jetzt wieder kontrovers diskutieren. Nicht jeder Patient sieht das dann so streng wie ich jetzt zum Beispiel. Und dann geht auch so eine Entzündung weg. Also das ist dann schon ganz witzig. Und genau sowas könnte das auch mit dem Zungenbrennen, habe ich auch schon häufiger gehabt, dass eben diese Fragestellung, die ich in der Uni dann gelernt habe, das, wie gesagt, sind allgemeinmedizinische oder manchmal auch psychische Probleme, die dahinter stehen. Es sind ganz häufig ganz einfach Allergene, die da verbaut wurden und die dann so ein beim etwas vielleicht sensibleren Patienten so eine Sensorik auslösen, die der wahrnimmt, aber der Zahnarzt eben nicht. Mhm. Ja, und dann, ich will das jetzt nicht so hart sagen, aber dann werden die manchmal zu Psychos deklariert, ja, und aber es gibt keine Erklärung. Das sind die Erklärungen dahinter. Bei den Metallen, dann komme ich auch zum Ende mit den Metallen, gibt es im Prinzip noch einen weiteren Punkt, der jetzt so seit Mitte der 90er immer relevanter wird für uns. Und das ist das Thema mit den elektromagnetischen Feldern. Die elektromagnetischen Feldern in Form von WLAN oder Handyfunk, die uns alle ja mittlerweile recht ausgiebig umgeben, haben einen eindeutigen Effekt auf Metallionen. Sie bringen einfach Metallionen zum Schwingen in unterschiedlicher Form und sowas lässt sich in Studien auch nachweisen. Und wenn wir unterschiedliche Metalle wenn wir diese Metalle über solche elektromagnetischen Felder dann einfach zum Schwingen bringen, steigert das auch nochmal wieder korrosive Prozesse auf der einen Seite, auf der anderen Seite führt das aber auch zu einem Stromfluss. So, ein Stromfluss muss auch nicht wieder von jedem Patienten wahrgenommen werden. Es gibt Patienten, die das tatsächlich berichten, die dann wahrscheinlich auch wieder eher in der Kategorie etwas sensibler, feinfühliger einzusortieren sind. Die spüren das schon, dass es da irgendwie so ein Gefühl wie Aluminium auf Aluminium beißen gibt oder wenn die eine Gabel in den Mund geben, dann kriegen die manchmal echt einen Schlag. So, und das sind nochmal Sachen, die dann auf zellbiologischer Ebene ganz interessant sind, wenn wir überlegen, dass unsere Körperzellen ja auch über Strompotenziale kommunizieren und über Strompotenziale funktionieren, Reize weiterleiten über Strom und wir dann solche 24 Stunden, 7 Tage die Woche Batterien da einbauen, kann das eben auch extrem die Zellbiologie einfach beeinflussen, um das mal so zu sagen. Ja. Ja. Unglaublich, also Wahnsinn, dieser Unterschied, also es sind echt Aspekte, an die man einfach gar nicht so denkt, ja, und du hast das angesprochen, dass die, ich meine, das sind jetzt ganz unterschiedlichste Aspekte, das eine ist die Allergiepotenzial, genau. Es ist das Schwermetall, das eine Belastung darstellt, es ist das Problem, dass Metallionen direkt zum Beispiel in Enzyme eingebaut werden und die dann nicht ihre Wirkweise entfalten können. Und jetzt ist dieser letzte Aspekt mit der elektrischen Leitfähigkeit und dem Einfluss möglicherweise auf Zellkommunikation und so weiter. Und dementsprechend hast du es auch schon gesagt, die, also Symptome sind ja quasi nicht
festmachbar wahrscheinlich. Also ich könnte mir vorstellen, dass, weil du gesagt hast, natürlich Autoimmunerkrankungen, Allergien, dass das ein unglaublich riesiges Spektrum an, ja, wahrscheinlich irgendwo alle Zivilisationskrankheiten mit einbezieht. Und dass man es nicht sagen kann, nicht festnageln kann, ja, wenn du diese Symptomatik hast, dann ist das wahrscheinlich eine Amalgamvergiftung, wie du sagst. Das macht halt das ist das, was es so schwierig macht. Genau, das ist richtig. Das ist, es ist ja auch nicht nur aus dem Zahnbereich. Es ist ja, das ist meine Meinung, dass eben die Umweltfaktoren hinter vielen, vielen dieser moderneren chronischen Erkrankung einfach stehen. So, und das ist tatsächlich dann auch für mich als Zahnarzt jetzt die Schwierigkeit, dann auch immer aus dieser Vielzahl dieser Möglichkeiten, die es da gibt, den richtigen Weg zu finden. Und das ist auch immer patientenabhängig. Ich interessiere mich schon immer sehr dann dafür. Wir machen viel ausgiebigere Anamnese, um zu gucken, was gibt es da für medizinische Problematiken, die eben auch schon immer eine gewisse Richtung dann einfach angeben. Neurologische Problematiken, wie gesagt, da denke ich dann auch schon mal an Schwermetalle. Das muss nicht immer damit zusammenhängen und es ist auch vor allem nicht immer nur eine Sache, die dazu führt. Und was ganz häufig, was wir auch eben als einfach mal als Beispiel so einer nicht zahnmedizinbezogenen Erkrankung der Mundhöhle ist, es gibt auch Patienten, wo wir einfach ein sehr entzündetes Zahnfleisch haben und keine Materialien im Mund verbaut. So, dann machen wir sauber, dann kann es mal irgendwie sein, Nährstoffmangel, dann gucken wir nach den Nährstoffen, haben wir da irgendwelche Defizite, sind da aber nicht weitergekommen an diesem Punkt und haben im Prinzip immer so ein bisschen gegen angereinigt. Dann kennt man das Problem, also das Programm bei parodontalen Erkrankungen, also Erkrankung des Zahnfleisch, dass man dann einfach immer wieder versucht, die Bakterien einfach zu reduzieren und die Antwort des Immunsystems damit zu reduzieren. Und das hat alles irgendwie nichts gebracht. Und dann habe ich so ein bisschen angefangen, mit der Patientin auch mal das Wohnumfeld weiter zu besprechen. Das sind dann so Fragen wie, ganz einfache Fragen, gibt es Räume, wo man immer eine verstopfte Nase hat oder sowas, ja, also das sind schon Hinweise, wo ein Immunsystem dann einfach uns auch was zeigt und da ist dann letztendlich herausgekommen, dass die in einem total verschimmelten Haus lebt, ja, also das war für die schon irgendwie normal, die hat das in der Wohnung nicht gesehen, aber das roch halt einfach auch unten im Treppenhaus und so und das war für die völlig normal. Dazu kam, dass die eine Sensibilisierung, also die hatte eine Allergie auf Schimmelpilze und das konnten wir übers Blut dann rausfinden und wenn ich dann tagtäglich in so einem Wohnumfeld lebe, rebellieren meine Schleimhäute. So, und da können wir dann natürlich von zahnmedizinischer Seite nicht so viel mehr machen, außer dann immer so eine gewisse Schadensbegrenzung zu betreiben. Aber das einfach nur mal als Beispiel. Es ist so vielfältig. Und wenn man jetzt einen guten Umweltmediziner als Co-Therapeuten hat, ist es meistens deutlich flüssiger, deutlich Antworten liefernder und auch deutlich befriedigender für den Patienten dann in der Krankenhistorie und im Verlauf der Erkrankung und in der Besserung. Aber das ist schon, das ist tatsächlich schon so ein bisschen die Problematik, dass man da immer auch viele, viele andere Faktoren mit im Auge behalten muss und dass eigentlich das Problem tatsächlich heutzutage die Umweltfaktoren sind. Genau. Ja, super spannend. Ja. Nimmst du, also das jetzt ein paar Mal erwähnt hast, auch wegen Blutuntersuchungen, machst du da, also lässt du da bestimmte Parameter immer machen? Kann man da auch, was kann man denn so sehen im Blut oder was macht Sinn auch anzuschauen in dem Kontext jetzt? Genau, auch da kommt es wieder so ein bisschen auf die Patientengeschichte drauf an. Also es gibt, was ich standardmäßig mache, ist ein Vitamin-D-Level. Das ist erschreckend, dass das bei so vielen immer noch nicht angekommen ist. Und es ist erschreckend, wenn man so überlegt, wir messen Vitamin-D-Werte, die so irgendwie zwischen 7 und 20 Nanogramm pro Milliliter, ja, und die kriegen von ihren Hausärzten dann gesagt, das ist alles okay. Und ich überlege mir so, wir kommen jetzt gerade aus dem Sommer raus, ja, und unsere Biologie hat es eigentlich so gedacht, dass wir jetzt unsere Vitamin-D-Speicher so richtig aufgefüllt haben und wir gehen jetzt in den Winter oder in den Herbst und dann in den Winter und die Patienten befinden sich da jetzt zum Teil wirklich schon am Boden, ne? Also irgendwie, das ist so ein Standardparameter. Fast schon auch ein Standardparameter ist für mich einfach ein Entzündungswert, der in der normalen Entzündungsdiagnostik jetzt so in der normalen Hausarztpraxis, sage ich jetzt mal, eher nicht erhoben wird.
Das ist ein ganz spezieller Entzündung oder das sind spezielle Entzündungswerte, sagen wir es mal so, die einfach mit klassischerweise mit Kieferentzündungen dann in Kontext gebracht werden. Ja, das sind TNF-Alpha, RANTES ist so ein ganz wichtiger Wert, der da gemessen wird. Ansonsten gucken wir schon dann, wenn es in Richtung von OPs geht zum Beispiel, also wir wollen operieren, da sollen Zähne rauskommen oder sollen Implantate gesetzt werden oder. Da gucken wir dann schon auch nochmal ein bisschen gezielter auf die Nährstoffe. Also das sind eigentlich eher so die Faktoren, die mich interessieren. Was wir auch mal machen, ist so ein toxikologisches Profil im Blut. Das ist immer so ein bisschen schwierig, das dann auch einzuordnen. Die Belastungen des Körpers rauszufinden, sind nicht so ganz einfach. Wir kriegen über so eine Blutanalytik aber immer eine Momentaufnahme einfach. Was findet sich in diesem Moment der Blutentnahme da gerade, was findet da gerade im Blut statt? Und da gucke ich mir auch gerne mal solche schädlichen Schwermetalle wie Quecksilber zum Beispiel einfach an oder auch Arsen und solche Geschichten, Cadmium. Weil sie einfach massiv einfach im Zellstoffwechsel stören und auch für mich dann nicht ganz uninteressant sind. Wenn ich jetzt operieren möchte, will ich vorher einfach auch den Patienten in einem medizinischen State haben, wo wir dann auch sicher sind, dass das Ganze auch irgendwie gut läuft und nicht, dass wir jetzt oder ich als Zahnarzt dann noch anfange, da oben im Mund rumzuarbeiten ohne und der Körper das vielleicht gar nicht richtig verkraften kann in dem Moment und man vielleicht sogar noch erstmal den Körper so ein bisschen aufbauen muss. Genau, das heißt, Blutanalytiken geben immer eine ganz interessante Momentaufnahme ins System rein. Genau. Macht es ja dann auch, einfach, was weiß ich, in der Vorbereitung einfach die Entgiftungsprozess, also Entgiftungsleistung unterstützen, aber auch aktiv ausleiten oder solche Sachen? Genau, die Schwermetallausleitung ist ja so auch ein großes Thema und da gibt es wieder viele, viele Ansätze, wie man damit umgehen kann. Für mich selber gibt es so zwei ganz sinnvolle Wege, was nicht heißen soll, dass andere Wege irgendwie nicht sinnvoll sind. Das ist einmal so eine etwas passivere Entgiftung, die der Patient eigentlich viel selber machen kann, auch in Form einer Ausleitung einfach über den Darm zum Beispiel. Das läuft über natürliche Produkte. Da gibt es ganz, ganz viele aus dem Bereich der Pflanzenheilkunde, die jetzt hier also wirklich den Rahmen sprengen würden. Aber da gibt es ganz viele Kräuter, die auch intensiv ausleiten. Brennnessel, Koriander zum Beispiel sind mal zwei Beispiele. Es gibt die Möglichkeiten über Algen. Also Chlorella vulgaris ist so die klassisch in Studien auch gut bewiesene Schwermetallausleiterin sozusagen, die man zu seiner normalen Ernährung dazu ergänzen kann. Und dann gibt es die etwas forciertere Ausleitung, sage ich jetzt einfach mal, über ausleitende Substanzen, die einfach die Eigenschaft haben, Komplexe zu bilden mit solchen Schwermetallen. Da gibt es EDTA, DMPS, DMSA, sind so die Klassiker. Die kann man entweder über Kapseln machen oder über Infusionen und kriegt damit das nochmal etwas forcierter raus. Das, finde ich, gehört immer so ein bisschen auch in die Hand dann eines Mediziners oder eines gut ausgebildeten Heilpraktikers, die auch so ein bisschen dann einfach das mit im Auge behalten, auch wieder die Gesamthistorie des Patienten. Wie geht's dem? Wie verhält sich die Biologie während so einer Entgiftung? Das sind ja Fragen, die nicht von der Hand zu weisen sind, so eine Entgiftung kann auch schon mal in der Art laufen, dass man tatsächlich als Patient da nochmal durch ein Tal durchgeht und auch durch muss, weil eben solche Substanzen nochmal durch den Körper durchgehen einfach auch, ja, und man mobilisiert die und das muss einfach ganz gut auch mit begleitet werden. Was wir mal machen ist, dass wir eine Provokationsausleitung machen, das mache ich dann lieber tatsächlich über Urin. Auch das läuft wieder über sowas wie DMPS oder DMSA und man fängt dann in einer bestimmten Art und Weise den Urin auf, der Patient, es wird dann einfach eingeschickt und man guckt, was kommt da raus. Man weiß vorher, was hat man an Komplexbildnern eingegeben in das System und was zieht das unten raus und auch das gibt keine echte, absolute Aussage dann, was da jetzt in diesem System ist, aber man kriegt eine ungefähre Ahnung, was kommt da raus und in welche Richtung müssen wir gucken.
gucken. Und es sind ja nicht nur die Metalle, es können ja auch so viele andere Sachen sein, so wie es bei mir zum Beispiel auch einfach das Thema Holzschutz dann ja, Holzschutzmitteln eine Problematik war und sowas. Also da gibt es viele, viele Geschichten. Genau, das heißt, das versuchen wir schon auch den Patienten, und das geben wir den Patienten auch schon mit und möchten aber ganz gerne diese richtige Ausleitung, dieses richtige Entgiften dann auch in die Hände eines Mediziners geben und freuen uns da immer über entsprechende Co-Therapeuten, die das auch gut machen können. Das sprengt ein bisschen den Rahmen und man muss auch immer aufpassen, wann man diese Entgiftung macht, auch im Zuge so einer Therapie. Ich denke, viel wichtiger ist ein schwierigerer Punkt, das ist so dein Thema im Prinzip, dass die erstmal hinkriegen, eine artgerechte Ernährung wieder hinzubekommen. So, das ist erstmal die wirklich ernsthafte Grundlage da auch für eine verminderte Entzündungstätigkeit des Körpers. Damit kann man schon immer einen riesen Einfluss ausüben und dann muss man gucken, wann entgifte ich? Entgifte ich vor einer OP, entgifte ich danach? Ich würde niemals empfehlen, eine wirkliche, zum Beispiel eine Schwermetallentgiftung zu machen, wenn da noch Amalgamfüllung im Mund sind. Es macht einfach keinen Sinn. Es kostet alles Geld. Oben schüttet man immer weiter ins System rein und unten leitet man aus und bezahlt da viel Geld für auch irgendwie und tritt auf der Stelle und kommt nicht weiter. So, und das heißt, das muss man schon so ein bisschen individuell dann einfach gucken. Ja. Wo passt das bei dem Patienten jetzt rein? Ich sag mal, ein gesunder Patient, der kann das auch so parallel zu der Behandlung auch machen. Meistens läuft diese richtige Entgiftung tatsächlich nach den OPs dann. Und gibt es da jetzt was wirklich mehr? Also ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt auch nicht ganz so ohne ist, diese Problemstoffe zu entfernen. Also jetzt wirklich genau. Die technische Umsetzung und dass es da auch gewisse Maßnahmen gibt, die ersetzt, um dann während der Entfernung dieser Problemstoffe dann auch die Belastung, könnte ich mir vorstellen, auch gering zu halten. Nur ganz kurz, worauf achtest du da oder was ist da ganz wichtig, damit es dann nicht, wo ich das dann rausbohre, noch alles schöne Ladung abkrieg. Genau, das ist ein ganz großes Thema. Besonders jetzt natürlich beim Amalgam. Letztendlich ist es so, wenn wir jetzt mal beim Thema Amalgam bleiben, habe ich an der Uni gelernt, Amalgamfüllung nach Möglichkeit drin lassen. So. Wie man die jetzt richtig rausbohrt, ohne dass man sich selber, seine Mitarbeiter und den Patienten da massiv belastet, das ist kein echtes Thema da gewesen. Noch nicht mal irgendwie am Rande. Das heißt, wenn man aus der Uni oder als ich aus der Uni gekommen bin, habe ich eigentlich keinen so besonders sensiblen Umgang mit dem Amalgam gelernt gehabt. Das war auch in der Unizeit nicht mehr so das Riesenthema, weil die Patienten in der Uni, die wir da behandelt haben, die Kunststofffüllung umsonst bekommen haben, dann war das klar, dass die genommen haben und nicht diese doofen Silbernen. Und so hatten wir jetzt nicht so viele Schnittstellen damit. Dann in meiner Arbeitszeit als normaler Zahnarzt, aber habe ich die ganz einfach rausgebohrt, so wie man das macht. Und im Zuge meines Werdegangs dann zum Umweltzahnarzt habe ich ja auch diese angesprochenen Laboranalytiken bei mir gemacht und ich habe mich schon sehr wundern müssen, weil ich ein relativ hohes Blutquecksilber hatte, was ich mir nicht erklären konnte, weil ich selbst keine Amalgamfüllung im Mund hatte. So, und genau, das ist die Erklärung. Ich habe mich selber in Anführungsstrichen da einfach auch belastet in der Art und Weise, wie ich das Amalgam rausgenommen habe. Und war auch in vielen Sitzungen, habe ich so am Anfang meiner Karriere dann auch mit einfach zugeguckt, wo massenweise Amalgam gefüllte Zähne beschliffen wurden und sowas. Also da lag viel von diesen ganzen Metallen dann auch einfach in der Luft. So. Das heißt, der sensible Umgang mit diesen Materialien ist nicht nur beim Einbringen, sondern natürlicherweise auch beim Rausbohren ganz, ganz wichtig. Und ich darf es gar nicht konventionell rausbohren. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Das funktioniert schon natürlich rein praktisch, aber das führt definitiv dazu, dass die Belastung bei allen Beteiligten in diesem Raum massiv hochgehen wird, in diesem Moment einfach, weil es eben sehr leicht flüchtig ist und man es auch viel inhaliert einfach in den Momenten. Und das ist tatsächlich ein großes Problem. Letztendlich gibt es verschiedene Bohrer, die da einfach extra für gemacht sind, dass man jetzt gar nicht ein feines Aerosol erzeugt, sondern ein ganz feines Luftpartikelgemisch da sich in der Luft verteilt. Das sind eher spanende Bohrer, die auch ganz langsam tourig laufen. Dann
bohre ich nicht die Füllung insgesamt raus, sondern die wird in Einzelteilen versucht. Das hört sich jetzt auch wieder ein bisschen härter an, als es letztendlich ist, rauszubrechen. Also letztendlich bricht man nicht den Zahn kaputt, sondern diese Füllung in sich versucht man wirklich in großen Partikeln da einfach rauszubekommen. Dann wird das Ganze unter Kofferdamm gemacht, sprich unter so einer Art Spanngummi, die der Patient dann über diesen einzelnen Zahn aufgezogen bekommt, was dann diesen Zahn einfach von der Mundhöhle und von dem Patienten so ein bisschen isoliert. Dann haben wir spezielle Sauger, die wir da benutzen, die eben so ein kleines Vakuum direkt um diesen Zahn einfach erzeugen und auch da ganz, ganz viel absaugen. Dann wird die Luft im Behandlungszimmer gefiltert und was wir auch machen, ist, dass wir tatsächlich in die Zähne, wenn wir das Amalgam rausgemacht haben, auch eine Chlorella-Einlage machen, so dass da einfach auch ein bisschen durch diese hohe Bindeeigenschaft der Chlorella-Alge einfach von Schwermetallen auch ein bisschen was aus dem Zahn einfach rausgezogen wird, weil das ja einfach de facto auch so ist, dass diese Zähne auch und auch der umliegende Knochen einfach massiv belastet ist mit diesen Materialien. Es geht ja nicht nur in die eine Richtung aus, sondern eben auch in die andere Richtung, in den Zahn hinein sozusagen. Und genau, das sind so die Punkte, da hofft man das dann einfach so ein bisschen auch mit rauszuziehen und ja, idealerweise begleitend kriegen die Patienten immer noch ein so eine Art Detox-Protokoll dazu. Das ist auch keine echte Entgiftung, sondern das ist einfach eine Art Nährstoffprotokoll. Das geht auch viel um Vitamin D, K2, Magnesium, als so dieses Vitamin D-Triangel, sage ich jetzt mal, aber auch eben mitochondriale Supplements, die da einfach stärken und auch den Zellstoffwechsel einfach aufbauen und eben ganz viel Chlorella. Und nach dieser Amalgamentfernung gehen die dann auch nochmal mit der Chlorella-Dosierung deutlich höher, um einfach da auch so einen Gradienten zu erzeugen, der das rauszieht und dann eben die Empfehlung jetzt in die Entgiftung, dann richtig professionell entgiften. Das ist tatsächlich so, dass ich das in meiner Praxis derzeit noch nicht einfach kapazitätenmäßig stemmen kann. Da brauchst tatsächlich dann einen Mediziner meiner Meinung nach oder halt eben gut ausgebildeten Heilpraktiker oder sowas, jemand, der da einfach gut geschult ist und nicht irgendwie irgendwas macht dann. Ja, ich denke mal, das ist ja auch okay, wenn man dann sicherlich so ein Netzwerk hat und Personen, mit denen man halt schon Erfahrung hat oder die, genau, wo man weiß, dass man da ja im Team oder weiter verweisen kann und sich dann extern noch die Kompetenz dazu holt. Ist ja durchaus legitim, muss ja auch nicht alles in-house sein. Genau, ist ja auch, das ist auch so wichtig und dann wird es auch immer richtig gut für die Patienten, weil die Amalgamentfernung ist das eine. Jetzt mal, wir reiten jetzt gerade so viel auf dem Amalgam rum, aber wenn man es daran jetzt nochmal einfach festmacht auch, aber der Körper hat ja so viel eben das Quecksilber, was dann irgendwo auch womöglich gespeichert und das bleibt ja trotzdem vor Ort, wenn man es nicht ausleitet, wenn man es nicht aktiv entgiftet und in den Regionen, wo es sich einfach bindet oder gebunden wird, Probleme auslöst. Ja, das ist im Fettgewebe vielleicht weniger der Fall. Das macht dann immer eher dann Probleme, wenn man anfängt, dieses Fettgewebe abzubauen durch was auch immer, Ernährungsumstellungen zum Beispiel, aber vor allem eben relevant für diese ganzen neurologischen Geschichten. Und da wird es dann immer richtig ertragreich, wenn man, also für den Patienten, wenn da dann ein Mediziner auch dann weiter therapiert und richtig entgiftet, wenn man auch sieht, dass dann von anderen großen chronischen Erkrankungsgruppen die Symptome sich einfach deutlich verbessern. Ja, und da wirklich auch Erfolge erzielt werden durch so eine Entgiftung. Mhm. Ja, das wird, glaube ich, immer noch extrem unterschätzt einfach. Ja. A, was wir aufnehmen und B, was wir da auch rauslassen sollten aus unserem System. Genau. Mhm. Super, gewaltig, ja. Mhm. Ich würde jetzt noch voll gern quasi so einen großen Sprung machen zu einem anderen Thema, das mindestens genauso wichtig ist und auch eigentlich ja universal wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viele Menschen betrifft, nämlich das Thema Wurzelbehandlung. Mhm. Das ist, scheint jetzt vielleicht auf den ersten Blick, denkt man sich, ja, okay, was gibt's da großartig? Da tue ich ja eben nichts reinfüllen und so weiter. Und es ist ja dann alles tot. Aber da gibt's doch einiges, was da zu beachten ist, auch viel Kontroverse dazu. Und ich möchte da gar nicht weiter vorgreifen. Bitte, was sagst du, Wurzelbehandlung, ja, nein? Wie geht man damit um? Was sind die Probleme, überhaupt die Probleme, die da entstehen können? Warum sollte man sich das überlegen?
Ja, also die Wurzelbehandlung einmal erstmal per se ist ein ganz sinnvoll gedachter Moment, einen funktionellen Aspekt. Also ich habe eine Entzündung in einem Zahn. Der Zahn besteht ja aus mehreren Schichten. Er hat als äußerste Hülle den Zahnschmelz. Der ist relativ anorganisch. Da befindet sich ganz, ganz weniges organisches Material drin. Die nächste Schicht, das ist die, die wir immer so spüren, wenn wir kälteempfindliche Zahnhälse haben. Zum Beispiel ist einfach durchsiebt von einem feinsten Netzwerk, von einem feinsten Nervnetzwerk, was aus der Mitte des Zahnes entspringt, dieser sogenannten Nervkammer, wo wir eben in dieser Nervkammer und eben in diesen feinsten Kanälchen in dem Zahn einfach in dieser mittleren Schicht ganz, ganz viele Nervenfasern, Bindegewebe, also Gefäße etc., einfach Lymphgefäße und sowas einfach in dem Zahn drin haben. Das heißt, eigentlich müsste man so einen einzelnen Zahn, jeden Zahn für sich als kleines Organ sehen, weil es entsprechend eine eigene Blutversorgung hat, eine eigene Nervversorgung, ein eigenes Lymphsystem und sowas alles beinhaltet. So, jetzt haben wir irgendwie mal mit so einem Zahn ein Problem, also zum Beispiel eine tiefe Karies, da sind Bakterien in diesen Zahn eingewandert. Wir haben womöglich irgendwelche Materialien, die darauf verbaut sind, die entweder toxisch oder eben einfach allergisch reagieren, und irgendwie gibt es einen Grund für das Immunsystem, eine Abwehrreaktion, also das Immunsystem im Zahn, was da repräsentiert wird, sozusagen dann eine Abwehrreaktion gegenüber den angesprochenen Sachen dann einfach zu entwickeln, und Patient bekommt Zahnschmerzen. So, und Entlastung bietet dann eigentlich immer so das Aufbohren des Zahnes, wenn man im Prinzip dem Immunsystem, wenn wir bei den Bakterien jetzt mal bleiben, einfach dann hilft, indem man da die Bakterien, die diesen Nerv irgendwie infiziert haben, rausholt, so, und rausreinigt, so. Und das ist im Prinzip der Ansatz der Wurzelbehandlung gewesen, dass man sagt, Moment, wenn man da jetzt die Zähne auch schmerzfrei bekommt, dann verfüllt man das, was man an Kanälen aufbereitet bekommt, und hat im Prinzip diesen Zahn funktionell erhalten, auch in Anführungsstrichen, wenn er ein totes Organ ist, aber man kann drauf kauen, so. Jetzt kommt der Kritikpunkt, in Anführungsstrichen, wo wir heutzutage auch wieder dank der neuesten oder neuerer Analytiken im Prinzip immer tiefer und genauer in so einen Zahn auch reinschauen können und einfach sehen, dass dieses Wurzelkanalsystem viel, viel diffiziler und viel feiner aufgezweigt ist, als ja, wir es vielleicht so geahnt haben oder von ausgegangen sind. Und die sind so klein, diese Kanälchen, 1 bis 6 µ groß irgendwie, da kommen wir mechanisch einfach nicht dran. Und dieses feinste Netzwerk ist bei einem Einwurzelzahn so groß, dass wir, wenn wir alle Kanälchen aneinander reihen würden, auf mehrere Kilometer Strecke kommen würden. Also so 2 bis 3 Kilometer Kanalstrecke einfach nur in so einem einwurzeligen Zahn vorne in der Front. Das sind ja meistens dann auch Backenzähne, die da betroffen sind, und da sind dann meistens irgendwie 3 bis 4 Wurzeln, die da irgendwie dann an so einem Zahn dran stecken irgendwie und einfach betroffen sind. Das kann man sich dann selber ausrechnen, wie viel Kanalstrecke da eigentlich dann in so einem Zahn existent ist, und das bedeutet einfach, dass in jedem dieser Kanälchen auch überall diese angesprochenen organischen Sachen drin sind, also Nervenfasern, Gefäße etc. Und was passiert eigentlich mit diesen Kanälen nach so einer Wurzelbehandlung? Kriegen wir die genug desinfiziert? Und das ist nicht der Fall. So, wir müssten theoretisch einen Zahn, den wir richtig wurzelbehandeln wollten, rausnehmen aus dem Mund und komplett durch unsere Aufbereitungskette sterilisieren. Ja, einmal durch den Steri durch, und danach will der Körper den Zahn nicht mehr wieder haben, weil er nicht mehr organisch wirklich ist. Und aber dann hätten wir ihn sauber. So, und dann könnte man diesen Gedanken sinnvoll weiterdenken. Aber de facto bleibt das da einfach zurück, und das zersetzt sich dann. Ja, Proteine, die sich so zersetzen, das kennt jeder, der mal ein faules Ei aufgemacht hat, was dann da so entsteht, für nette Gerüche auch. Und das ist so das eine. Das andere ist, dass da einfach auch Bakterien einen idealen Nährboden haben, aufgrund eben dieser Gewebsreste, die da sind, und vor allem aufgrund einer fehlenden Durchblutung. Denn der Zahn an sich ist ja tot. Da, wo diese Durchblutung herkommt, aus der Mitte des Zahnes, befindet sich ja nichts mehr, da ist ja dann die Wurzelbehandlung gemacht worden.
Und die Bakterien sind im Prinzip dann in so einem 37 Grad warmen kleinen Kanal, der da irgendwo im Körper sich befindet, nicht bewacht wird vom Immunsystem. Die Immunzellen sind wiederum zu groß, um da reinzukommen aus der Peripherie, also aus dem Knochen kommen die nicht richtig eingewandert, weil die einfach anatomisch gesehen einfach zu groß für die Kanäle sind, in denen sich die Bakterien dann so in Zweier-, Dreier-Reihen stapeln irgendwie. Und das sind jetzt einfach mal zwei Faktoren, die da im Bereich der biologischen Zahnmedizin sehr, sehr kritisch gesehen werden, weil einfach unterschiedliche Reaktionsszenarien da dann ausgehen können. Das eine ist, wenn man mal vom einfachsten Reaktionsszenario ausgeht, antwortet der Körper so, wie er immer antwortet, auf solche Fremdmaterialien oder auf eben auch solche Bakterien, die da einfach eingekerkert sind, er entzündet sich so und möchte mit dieser Entzündung das, was da ihn belastet, im Körper steckt, dieser Zahn mit den Bakterien einfach abwehren. Und das ist eine Reaktion. Eine andere Reaktion, die ablaufen kann, ist, dass diese Zersetzungsprodukte, die da entstehen, ja, da, die Bakterien zersetzen einfach auch gerne dann die Aminosäuren etc. und es entstehen so schwefelhaltige Zersetzungsprodukte, Leichengifte ist so das schlimme Wort dafür, ja, die dann wiederum auch eine massive Auswirkung im Bereich unserer mitochondrialen Stoffwechselvorgänge einfach haben. Es sind, führt dazu massiven Blockierungen im Bereich der Atmungskette etc. Das alleine schon genommen ist schlimm genug und dazu kommt, dass gegenüber diesen Stoffen der Körper sich auch wieder sensibilisieren kann. Also sprich, der kann jetzt auch noch hergehen, unser Immunsystem, und sagen, diese Zersetzungsprodukte mag ich gar nicht, darauf reagiere ich allergisch. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, dass wir dann einfach nochmal wieder einen größeren Energieverbrauch da einfach haben und eine heftigere Reaktion. Die Patienten fallen richtig auf, die kriegen dann meistens so einen Zahn auch schon alleine aufgrund der Schmerzen, die da entstehen, immer wieder trotz guter Wurzelbehandlung, in Anführungsstrichen guter Wurzelbehandlung, gezogen irgendwann so. Aber die, die anderen Reaktionswege sind häufig eben unterschwelliger Natur und laufen dann auch so im Hintergrund ab. So, und dann, dazu muss man einmal kurz sagen, was sind denn die Erfolgskriterien, die zahnmedizinischen Erfolgskriterien für eine erfolgreiche Wurzelbehandlung? Und die sind ein stiller Patient, also ein schmerzloser Zahn, ja, ein Patient, der nicht sagt, der tut noch weh, ist Erfolg, und ein Röntgenbild, an dem ich keine pathologischen Veränderungen mehr entdecke. So, wir röntgen konventionell gesehen die Zähne dann in der großen Masse, sage ich jetzt mal, das ändert sich so ein bisschen auch, aber eher zweidimensional. Das heißt, ich röntge durch viele Strukturen durch, bevor ich überhaupt zu dem Zahn dann komme. Und dahinter sind auch viele Strukturen, wo die Röntgenstrahlung, bevor sie auf den Röntgenfilm sozusagen treffen, dann auch durch müssen. Ich habe ganz, ganz viele, in Anführungsstrichen, Wände, wie so eine Knochenaußenwand, die immer sehr fest ist, vor so einem Zahn, vor so einer Zahnwurzel, und möchte eigentlich das, was in der Mitte befindet sich, sinnvoll beurteilen. Und ich kann eigentlich immer nur im zweidimensionalen Rahmen so ein Röntgenbild interpretativ dann einfach beurteilen. Und dreidimensionale Röntgenbilder geben dann schon mehr Aufschluss. Ja, da sieht man dann eben nicht nur die größten Entzündungsherde, sondern auch kleinere Entzündungsherde. Und da sieht man, wenn man ganz ehrlich ist, auch gerade bei mehrwurzeligen Zähnen eben so kleine Entzündungsherde um die Zähne herum, die aber eben A, von der Größe nicht als relevant anerkannt werden und B, auch wieder so ein bisschen so ist halt so bezeichnet werden, weil er ist ja nicht schmerzhaft, dieser Zahn. Und diese Erfolgskriterien in der Definition in der Zahnmedizin sind da so ein bisschen gefährlich, weil sie eben diese im kleinsten Rahmen nicht berücksichtigen, die Biologie nicht richtig berücksichtigen. Und wenn man solche Zähne entfernt, kann man an den meisten dieser Zähne, auch wenn sie vom Röntgenbild eben komplett in Ordnung sind, immer das volle Zellspektrum einer chronischen Entzündung tatsächlich auch detektieren. Und das sind einfach dann Antworten ganz klar, die eben zeigen, da findet irgendwas statt. So, und wie das dann irgendwie stattfindet, hängt davon ab, wie viel wurde da im Zuge so einer Wurzelbehandlung tatsächlich auch schon Erleichterung geschaffen. Je besser die so durchgeführt wird und intensiver, desto intensiver werden auch die, wird natürlich der Zahn auch innerlich gereinigt, und desto weniger Antwort sieht man dann auf Röntgenbildern auch.
Aber zentral hängt es eigentlich davon ab, wie ist das Immunsystem des Patienten drauf. Diese Baustelle, die da permanent existent ist, aufgrund der angesprochenen Sachen, einfach im Griff zu behalten. So, und das ist, ich sag mal, für einen Normalsterblichen, der jetzt vielleicht kein Leistungssportler ist, aber auch nicht extrem chronisch krank, ganz gut zu bewerkstelligen. Er muss sich einfach nur der Tatsache klar sein, das ist eine kleine Permanentbaustelle für den Körper, die einfach ein Stück weit Energie frisst. Das muss man einfach im Gesamtkanon berücksichtigen. Ein Leistungssportler, der kann sich das dann wiederum nicht erlauben, der möchte alle Energie verfügbar haben für seinen Sport. Und da können solche Zähne dann auch relevanter werden. Die spüren tatsächlich solche Zähne dann auch häufiger mal, weil sie eben auch ein Immunsystem haben, was ganz anders drauf ist. Wenig Zeit in Anführungsstrichen für solche Baustellen da oben hat, und die haben häufiger damit einfach Schwierigkeiten. Das ist so ein bisschen zu beobachten. Genauso beim chronisch erkrankten Patienten. Also früher war das ganz häufig so, dass wir Patienten, bevor die in die Chemotherapie gekommen sind, dann werden die im besten Fall mal zum Zahnarzt geschickt. Die sollen mal gucken, ob da irgendwelche größeren Baustellen sind, Entzündungsgeschichten etc. Und da hat man dann auch immer, oder habe ich auch häufig auf Wurzelkanal behandelte Zähne geguckt und habe die gar nicht für problematisch erachtet. Waren keine Entzündungsherde zu sehen, dann sind die so durch ihre Therapie durchgegangen, die eben massiven Einfluss auch auf ihr Immunsystem einfach hat, ganz ungewertet jetzt mal da so hingestellt, und im Zuge dieser Therapie oder eben danach, wenn man Folgeröntgenbilder gemacht hat, gehen auf einmal an den wurzelbehandelten Zähnen, die vorher komplett in Ordnung röntgenologisch waren, Entzündungsherde wieder auf. Und das ist, das konnte ich mir damals nicht erklären, und das erklärt sich jetzt so einfach. Also es ist ganz klar, das Immunsystem ist überhaupt nicht mehr in der Lage, das vernünftig im Griff zu halten, und dann plöppen in Anführungsstrichen solche Entzündungsherde wieder auf. Ja, weil die irgendwie dieses Gleichgewicht, was der Körper da versucht, vorher einzustellen, einfach aus den Fugen gerät. Ja, und dann wird es offensichtlich. Aber so häufig ist es halt eben gar nicht offensichtlich. Und das sind so Faktoren, die da einfach als problematisch angesehen werden müssen. Ein weiterer Punkt ist nochmal ein ganzheitlicherer Punkt. Das heißt, die traditionell chinesische Medizin zum Beispiel hat den Körper in unterschiedliche Energiebahnen, sage ich jetzt einfach mal, eingeteilt, die sogenannten Meridiane. Und das geht auch, oder die gehen auch durch die Zähne durch. Das heißt, es gibt gewisse Zuordnungen von Organgruppen, von Körperregionen zu einzelnen Zähnen. Und ich muss eingestehen, seitdem ich drauf achte, das ist seit ein paar Jahren der Fall, finde ich witzigerweise häufig auch, wenn die ein bestimmtes Erkrankungsbild mitbringen, in bestimmten Organgruppen oder Körperregionen, finde ich häufig auch zahnmedizinische Korrelate, nenne ich das jetzt einfach mal, im Bereich des Kiefers, und ganz häufig eben in Form von wurzelbehandelten Zähnen in diesen Regionen, die die traditionelle chinesische Medizin früher schon in Zusammenhang gebracht hat einfach. Und das ist auch nochmal ein Punkt, der neben dieser ganzen Entzündungsthematik auch einen massiven Einfluss haben kann, eben einfach auf unser gesamten Körper und auf diesen Gesamtkanon sozusagen. Und so kann ein toter Zahn auch zusätzlich noch schwächende, nenne ich das jetzt einfach mal, Einflüsse haben auf andere Körperregionen. Das kann man auch andersrum sehen. Also ich kann jetzt auch irgendwo ein organisches Problem haben und kann Effekte an den Zähnen sehen. Also der Klassiker ist, ich habe ein Kind als Patient, das ernährt sich total toll. Das hat man ganz selten, dass so Kinder sich auch getreidefrei ernähren und so. Ja, das geht ja nur bedingt, aber da geht mir dann immer als biologischer Zahnarzt ein bisschen das Herz auf, wenn man da mit den Eltern diese Diskussion nicht führen muss. Das hatte an zwei Zähnen im Oberkiefer, die quasi die gleichen Zähne pro Seite, Karies bekommen. Und das waren so die Zähne, die laut dieser Einteilung also so ein bisschen mit dem Darm in Zusammenhang zu bringen sind, mit gewissen Anteilen. Und da war es tatsächlich dann auch so, dass mal eine vernünftige Analytik auch gemacht wurde und ein Darmparasit festgestellt wurde irgendwie so. Ne? Also das ist so ganz witzig, da ist dann immer die Frage, was ist jetzt Henne und was ist Ei, aber ja. Da habe ich dann irgendwie auch gelernt, ein bisschen demütiger damit umzugehen, dass das alles irgendwie dann doch miteinander in Verbindung steht und neben den Reihen
Entzündungsgeschichten und so ganz rein auch im kleinsten auf schulmedizinischer Art erklärbaren Phänomen, gibt es da auch eine ganz große Welt von Faktoren, die auch ja so gewisse Berücksichtigung einfach benötigen. Ja, absolut. Ja, wie gesagt, ich finde das ganze Thema extrem spannend und natürlich, wenn man sich der Rolle von Entzündung und auch dieser Silent Inflammation, also dieser unterschwelligen Entzündung in der Entstehung quasi aller Zivilisationskrankheiten ja mit einhergeht, also sie steht, das ist ja unbestritten, dass Entzündung eine Rolle spielt. Was jetzt eben Henne oder was ist Ei, das ist sicherlich noch vielleicht für den einen oder anderen ein fraglicher Punkt, aber dass Entzündung eine Rolle bei der Entstehung dieser Erkrankungen spielt, ist, glaube ich, unbestritten. Und wenn ich einen Aspekt in meinem Mund habe, einen Herd, und der sei ja auch noch so klein, aber über Jahre vielleicht da diese Entzündung da ist, Entzündungsfaktoren, Entzündungsprozesse, natürlich, die sind ja nicht isoliert dann im Mund, sondern diese Signale werden ja dann weitergetragen über die Signalwege unseres Körpers, dass das auch auf andere Organsysteme einen Einfluss haben kann. Ich glaube, das wird jedem einleuchten und das sicherlich, dass man das nicht runterspielen darf und dass es einfach nur so diese kleinen Entzündungsherde, die irgendwie nicht so wahrgenommen werden, sind. Ich hoffe, dass sich das ändert, dass da die Wahrnehmung und auch die Wahrnehmung sich einfach ändert und die Bedeutung der Zahngesundheit und auch der Dinge, die wir im Mund haben, beziehungsweise bei der Wurzelbehandlung auch sich sensibilisiert einfach. Und ich denke, wenn man jetzt dir so zuhört, wird einem immer wieder noch mehr bewusst, wie vielschichtig einfach auch jede Behandlung eigentlich sein muss. Nämlich, das ist halt vielleicht auch das Problem unserer Medizin, wie sie traditionell momentan durchgeführt wird, dass es halt immer diese Kompartmentisierung gibt. Also wir haben halt den Lungenspezialisten und wir haben den fürs Hirn und für die Nervenzellen und fürs Herz. Ja. Aber der Körper ist ja kein isoliert, das ist ja nicht in Isolation zu betrachten, sondern wir sind ja ein System, ein komplexes, ineinander verschachteltes System, das sich gegenseitig beeinflusst. Und dementsprechend wäre mein Traum für die Zukunft quasi, dass wir, wenn wir jetzt einen Patienten haben, sei es jetzt egal, ob das jetzt um Übergewicht geht oder da geht es um eine Autoimmunerkrankung, dann hätten wir eigentlich den biologischen Zahnarzt, der erst einmal den Mund saniert. Wir hätten die Ernährungsspezialisten, die sagen, wir müssten erstmal die Ernährung optimal gestalten. Wir müssten Mikronährstoffdefizite ausgleichen. Wir müssten uns die Umwelt, in der dieser Mensch lebt, anschauen und dort Problemherde beseitigen. Wir müssten aber auch gleichzeitig am Licht, am Stress und am Schlaf arbeiten. Und das wäre so die ideale Zusammenarbeit. Ja, das wäre sehr erwünschenswert. Man hat stellenweise tatsächlich auch den Eindruck, dass es in so eine Richtung geht. Aber de facto, so wie du es schon gesagt hast, ist es heutzutage so, dass wir eine sehr, sehr große Spezialisierung einfach haben und dass auch jeder Spezialist eben auch sehr, sehr gut in seinem Spezialgebiet ist. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich kann natürlich als Zahnarzt da jetzt auch ganz einfach so daherreden, aber ich habe manchmal so das Gefühl, als ob man in diesen Details sich so ein bisschen dann auch verliert. Wir kriegen das alles aufeinander gedröselt, einzelne Stoffwechselvorgänge, und es fehlt manchmal so ein Generalisten, der einfach genau so eine Art Gesundheitsmanager dann genau diese ganzen Sachen zusammenfasst und sagt, ist denn hier schon mal im Bereich der Schwermetalle geguckt worden oder etc. pp. Entzündung, Silent Inflammation, haben wir da unsere Parasympathikus-Sympathikus-Balance, also Entspannung und Kampf oder Flucht, ist das alles in der Balance. Also genau sowas bräuchte es noch viel mehr. Und das sind so funktionelle Mediziner, Umweltmediziner,
Heilpraktiker, die das schon machen auch. Umweltmediziner gibt es also von bis, da gibt es einmal die, die sich wirklich nur so mit richtigen Vergiftungen dann auch auseinandersetzen, so toxikologischen Ansatz haben, ja. Und es gibt eben die, die genau in solchen feinen Strukturen dann auch denken. Ne? Und du hattest eingangs mal die Frage gestellt, was wären so Kriterien, zumindest habe ich das jetzt so in Erinnerung behalten, worauf kann man achten als Patient bei der Zahnarztauswahl? Das wären genauso diese Hinweise. Also ein ganzheitlicher Zahnarzt, ein Umweltzahnarzt, ein biologischer Zahnarzt gibt immer schon mal die richtige Richtung an und zeigt, da ist jemand, der sich zumindest eben dieser Interaktionen, dieser vielen Möglichkeiten der Interaktion einfach bewusst und geht da etwas sorgfältiger ran. So, allerdings gibt es da noch keine richtig offiziellen Definitionen und das ist sehr unterschiedlich, sage ich jetzt einfach mal so, die Art und Weise, wie man da herangeht. Und da muss man sich vielleicht als Patient dann auch so ein bisschen einfach finden, wo passt das einfach? Ja, ganz sicher. Ja, wir kommen langsam sozusagen ans Ende unserer Zeit. Wenn ich so auf meine Themenliste schaue, sehe ich schon, wir müssen, glaube ich, nochmal einen Termin vereinbaren. Ja, sehr gerne, können wir gerne machen. Es gibt noch viele, viele Punkte auf jeden Fall, über die man sprechen könnte. Ja, genau, die auch sehr interessant sind. Ja. Also das müssen wir unbedingt machen, weil allein, wenn man jetzt nur noch die Implantate sich überlegt oder die generell Zahngesundheit, wie sich Zahngesundheit auf die gesamtkörperliche Gesundheit auswirkt, jetzt ganz abgesehen von den ganzen Schwermetallen, aber einfach welche Rolle ein gesundes Zahnfleisch oder Entzündungen im Zahnfleisch zum Beispiel da spielen. Also da gäbe es jede Menge Themen noch. Aber wir werden es jetzt hier sozusagen so schön abrunden, weil ich denke, wir haben jetzt zwei ganz, ganz wichtige Themen sehr toll und in Tiefe besprochen. Ich bin mir sicher, da können sich ganz, ganz viele Leute was mitnehmen. Wenn jetzt jemand mit dir in Kontakt treten möchte, sich bei dir einen Termin vereinbaren möchte, wie können jetzt die Zuhörer und Zuschauer am besten dich finden? Am besten mich finden kann man, glaube ich, übers Internet, über meine Homepage. Ich weiß nicht, ob du die verlinkst, einfach über Hellriegel Zahnmedizin. Darüber kann man auch dann übers Kontaktformular entweder über eine E-Mail sich mit der Praxis in Verbindung bringen oder einfach anrufen, ganz klassisch, wie das so beim Zahnarzt auch, beim normalen Zahnarzt, genau, ganz oldschool so funktioniert. Und genau, ganz häufig machen wir es, also es gibt so unterschiedliche Wege. Wenn ich jetzt einen Patienten habe, der gezielt geschickt wird von einem Umweltmediziner zum Beispiel oder eben schon weiß, ich habe hier bestimmte Problematiken, bin ich immer froh, wenn ich schon eine Menge an, ich sag mal, Vorgeschichte auch geschickt bekomme in Form von Röntgenbildern oder eben einer Krankengeschichte einfach. Was ist da vorliegend? Da kann ich mich ein bisschen intensiver darauf vorbereiten. Das ist das eine. Das andere, man kann aber auch ganz normale zahnmedizinische Grunduntersuchungen machen, die jetzt auch so regulär einfach jeder Patient kennt. Und da kann ich zumindest auch schon mal Hinweise geben, wo könnten hier Problemstellen sein, wo könnte man hier nochmal genauer hingucken. Das kommt auch immer dann wieder so ein bisschen auf die gesamte Fragestellung drauf an. Also da ist, denke ich, der Anruf oder die E-Mail der einfachste Weg und dann sortieren wir das schon und gucken, dass man das in den richtigen Weg bringt. Ja, natürlich. Also ich werde so auf jeden Fall deine Website natürlich verlinken, über die dann die Leute dich, deine Kontaktdaten auch sehen und damit ihr über E-Mail oder Anrufen eben in Kontakt treten können. Dann bleibt mir nur mehr nochmal mich herzlich zu bedanken für deine Zeit. Es war super spannend und ich freue mich schon jetzt aufs nächste Mal. Schön. Ja, ich bedanke mich auch. Das war auch sehr, sehr, sehr angenehmes Gespräch. Vielen Dank dafür und ich freue mich auch sehr aufs nächste Gespräch. Da können wir dann noch weitere Themen abarbeiten. Vielen Dank. Halt, noch nicht ausschalten. Falls du mehr zu dieser Folge wissen möchtest, den Link zu den Shownotes findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank für deinen Support. Jeder Daumen nach oben und jedes Abo hilft uns.
Wenn du jetzt an jemanden denkst, dem diese Folge sicher weiterhelfen kann, dann teile sie doch. Wenn du eine unserer vorigen Folgen anschauen möchtest, die findest du gleich hier. Also, bis zum nächsten Mal.